Hallo ihr Lieben, da sind wir auch schon wieder nach einer kurzen Unterbrechung, die ja mehr oder weniger nicht gewollt oder gewollt war. Ich war ja in der letzten Aufnahme hinterher angerufen worden. So, dann wollen wir auch direkt schon mal losstarten. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, was mussten wir denn machen? Nein, Questlog. Das haben wir immer noch nicht, das haben wir auch noch nicht, das auch noch nicht. Ah, Gerechtigkeit. Ein Priester könnte bezeugen, was mit Mabel geschehen ist, wenn ich den Beweis liefere, dass die Geschichte wahr ist. Okay. Mabel Thorpe weiß, wo Tanners Aufzeichnungen sind. Ich muss die Aufmerksamkeit des Priesters gewinnen. Gut, dann knabbastern wir nochmal alles hier ab. Gehen nochmal überall rum. Stimmt, wir brauchen, glaube ich, was für unser Wurfgeschoss hier, ne? Für unseren Blasrohr. Genau, vielleicht haben wir ja hier irgendwas. Wie gesagt, wir klabastern hier alles ab. Glühwürmchen. Blumen. Oh, diese Beeren sind so hart wie Pistolenkugeln. Was haben wir denn jetzt? Diese Wildbeeren sind so hart wie Marmor. Okay. Ich grabe nicht mit meinen Händen. Hast du ja gerade auch getan. Glühwürmchen. Müssen wir mit denen auch nochmal was machen? Ich kann sie mit der Hand nicht fangen. Okay. So. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas anderes haben. Tanners Grab. Hier sind noch mehrere kleinere Hügel. Okay, dann versuchen wir mal. Aber hatten wir nicht beim letzten Mal auch die Blume angepackt? Ha. Gut, dann wollen wir mal das miteinander verbinden. Ja, ich muss hier Ordnung haben. So. Und dann blas mal dagegen. Ich weiß nicht, ob der Winkel von hier unten der richtige ist. Gut, dann kraxeln wir mal hier hoch. Soll sich nicht so anstellen. Hier. Einfach schießen. So, jetzt aber. Wenn ich diese Beeren an das Fenster feuere, müsste er davon wach werden. Ich hoffe. Hört ihr Kinder mit euren Streichen mitten in der Nacht auf? Der ist ja noch voll jung. Hallo! Du bist kein Kind! Nein, ich bin Morgan Castillo. Und ich brauche Ihre Hilfe, um eine große Ungerechtigkeit wieder richtig zu stellen. Es ist mitten in der Nacht! Ja, bei euch ist immer nur Nacht. Egal, wann wir hier waren. Gerechtigkeit kann auf normale Geschäftszeiten nicht warten. Natürlich, ich komme sofort herunter. Danke. Der sieht so ein bisschen aus wie damals der, wie hieß der noch, der kleine Junge, der mit uns immer gespielt hatte früher, mit Nell zusammen. Ich weiß es leider nicht mehr, wie der heißt. Entschuldigen Sie? Hallo, ich bin Vater Jerome. Jerome, oh, jetzt muss ich erstmal gucken, wie der hier auch geschrieben wird. Vater G mit dem... Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich brauche wirklich Ihre Hilfe. Sie sagten etwas über Ungerechtigkeit? Ja. Mordzeuge beenden. Fangen wir immer von oben an. Es gab einen Mord, Vater. Meine Güte! Ich werde helfen, so gut ich kann. Ja. Wir müssen uns unseren Fakten sicher sein, bevor wir mehr unternehmen können. Ja, natürlich. Wir können niemanden ohne Beweise des Mordes anklagen.
Das stimmt. Zeuge. Eine sehr wichtige Person ist in dieser Ungerechtigkeit verwickelt. Es ist also lebenswichtig, dass es einen Zeugen gibt, dem die Leute vertrauen. Ja, natürlich. Wer ist diese vertrauensvolle Person? Du, mein Lieber. Sie, Vater. Natürlich. Oh, ja. Wie dumm von mir. Ich muss noch halb schlafen. Aber ich habe die Tat nicht gesehen. Aber Sie können Zeuge des Beweises sein, den ich zu entdecken hoffe. Ah, jetzt verstehe ich. Natürlich helfe ich Ihnen. Dankeschön. Hast du eine Schaufel für uns? Man hat mir gesagt, wo die Leiche des Opfers begraben wurde. Haben Sie eine Schaufel? Ja, warten Sie einen Moment. Aha, da kriegen wir jetzt also die Schaufeln. Wir hatten ja da hier so zwei so Erdlöcher auf dem Friedhof gehabt. Vielleicht müssen wir die beide hier ausbuddeln. Ich habe sie schon eine Weile nicht mehr benutzt. Ich glaube, der Holzwurm ist drin. Ich suche eine Stange, die ich als Schaufelstiel benutzen kann. So, danke, Vater. Können wir das nehmen? Schade, wir hatten doch jetzt hier... Tja. Was blinkt denn hier noch auf? Die beiden Kerle hier. Die Rosenblätter, also da, wo man hochkraxelt. Das Fenster. Kann man das wirklich nicht miteinander... Schade, kann man nicht miteinander verbinden. Entschuldigen Sie. Hallo. Okay, das war's von ihm. Mal gucken, was der noch so hat. Ihn zu durchsuchen wäre total anwidernd. Okay, und bei dem? Ich möchte ihn nicht suchen. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt noch irgendwo so einen Stiel. Gucken wir mal auf dem Friedhof, ob wir da irgendwo noch so einen Stiel finden. Gucken wir mal. Ne, es sind nur noch die Gräber, die aufleuchten. Gruseliger Wald, kleiner Hügel. Ah, das sind ja die kleinen Hügel, von denen ich ja eben sprach. Dass wir die ausgraben müssen. Dann gehen wir mal zu den Docks. Und gucken mal hier, ob wir hier noch irgendwo einen Stiel finden. Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir mal rein. Das hatten wir schon. Reden wir nochmal mit Anita. Möchten Sie sie haben? Sie können sie alle haben, wenn Sie möchten. Oh, eine Schachtel reicht. Nee, ich möchte mit Anita reden, nicht die Schachtel mitnehmen. Anita? Ja, Morgan? Schade. Aber mit was können wir die denn? Das würde doch hier gut reinpassen. Mit Sachen der Fremde. Kann er uns irgendwas machen? Entschuldigung? Ja? Nein. Natürlich kein Stiel. Hier oben ist auch nichts, aber auf dem Friedhof war auch nichts und bei denen drüben auch nicht. Und so steht hier auf der Schaufel,
drin, dass sie ohne einen Pfosten grabe ich lieber mit bloßen Händen. Ja, aber wir haben keinen Pfosten. Hier wird mir auch nichts angezeigt. Gehen wir nochmal zum Friedhof, ob hier noch irgendwo ein Pfosten ist. Ist nur die Platte. Gucken wir mal. Ja, die macht nichts, ne? Ja? Die macht nichts. Mal gucken, was sie dazu sagt. Ich bin nicht sicher, aber dieser Erdhügel könnte ein Grab sein. Das Problem ist, wir haben aber kein Stöckchen. Gehen wir nochmal zum Pastor. Zum französischen Viertel. Und gucken überall mal nach. Wird ja nicht so schwer sein. Papiere, kleine Statuen. Porträt des Gouverneurs. Was haben wir denn hier? Können wir hier das Fenster aufmachen? Aber es sieht immer noch aus wie das Triforce. Ich möchte so nicht gehen. Ich könnte mir ein Bein brechen. Also ich finde das Teil da, ja, das, was da liegt, diese Kette, das sieht aus wie bei von Zelda des Triforce. Da bin ich immer noch von überzeugt. Hier liegt ein Stab, aber den kann ich nicht nehmen. Das ist doof. Hat Mabel noch irgendwas zu sagen? Entschuldigen Sie? Ja? Nee, hat sie nicht. Schade. Ja, wo kriegen wir denn jetzt den Stiel her? Hier geht's aber auch nicht weiter. Jetzt haben wir zwar eine Schaufel, aber ohne Stiel. Hallo. Hast du ein Stiel für uns? Entschuldigen Sie. Hallo. Oder sollen die für uns graben? Nicht. So. Tja, es ist aber jetzt doof.